Hallo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem digitalen Infoabend. Zum ersten Mal in diesem Format aufgrund der aktuellen Situation. Mein Name ist Georgios Papanikolaou, ich bin Oberarzt in der Klinik und hier unsere leitende Hebamme, Regina Heinrich. Hallo, guten Abend. Ja, wir versuchen das heute zum ersten Mal so gut für Sie zu gestalten. Hier ist unser Team, ja, sehen Sie auch in diesem Bild. Professor Ulrich lässt sich entschuldigen, er konnte heute leider nicht dabei sein, deswegen haben wir jetzt übernommen. Genau, und ja, unser Team besteht aus natürlich unser Chefarzt, Professor Ulrich. Wir haben im Martin-Luther-Krankenhaus ungefähr 1800 Geburten pro Jahr, Spontangeburten und Kaiserschnitte, alle zusammengezählt natürlich. Der Kreißsaal wird geleitet durch unsere leitende Hebamme, Regina Heinrich, wie gesagt, und unsere, also die zuständige Oberärztin für den Kreißsaal, Frau Maas. Wir sind insgesamt 7 Oberärzte, also ärztlicherseits und 11 Assistentinnen. Und von der Seite der Hebammen haben wir 19 Hebammen und 6 Beleghebammen, die auch sie für die unter der Geburt unterstützen. Wir haben für Sie eine kinderärztliche Betreuung, 24 Stunden. Immer ist ein Kinderarzt dabei und bei jeder Geburt, also wenn wir den brauchen, ist er immer da, natürlich, für die Betreuung der Neugeborenen. Und natürlich, wie immer, die Narkoseärzte sind auch dabei im Kreißsaal und wenn für eine PDA zum Beispiel, also eine Periduralanästhesie und alles, was man jetzt unter Geburt braucht von einer Narkoseärzte, sind natürlich immer dabei. Und ja, ab wann dürfen Sie zu uns kommen? Eigentlich ab der 34 plus 0 Schwangerschaftswoche, das ist 6 Wochen vor dem Termin. Ab diesem Zeitpunkt dürfen Sie natürlich entbinden. So, was hat die ärztliche Betreuung während der Schwangerschaft? Was können wir für Sie anbieten eigentlich? Wir haben tägliche Sprechstunde nach Terminvereinbarung. Bei zum Beispiel Patienten mit schwangeren Diabetes oder Gestationsdiabetes. Wir betreuen die Patienten mit einem diätisch geführten Gestationsdiabetes. Die Patienten, die einen insulinpflichtigen Gestationsdiabetes, dürfen wir nicht betreuen. Aber natürlich für die Beratung und alles sind wir für sie da. Ansonsten andere Risikoschwangerschaften betreuen wir natürlich. Patientinnen, die in der Anamnese einen Kaiserschnitt hatten oder Operationen an der Gebärmutter, wie zum Beispiel eine Myomentfernung oder generell Risikoschwangerschaft, eine Präeklampsie. Ja. Und wir haben auch spezielle Ultraschalluntersuchungen, zum Beispiel Doppler der fetalen Gefäßen. Und da können wir auch die Kinder sehr gut überwachen. Das ist auch sehr wichtig für Risikoschwangerschaften. Und komme ich auch danach nochmal bei der Terminüberschreitung. Ansonsten über Geburtsmodi oder Geburtsmodus inklusive Beckenentlage können wir Sie beraten oder natürlich bei einem Kaiserschnitt in der Anamnese. Welche Vorgehen ist eigentlich für Sie besser, eine Spontangeburt nochmal zu versuchen oder doch einen Kaiserschnitt, geplanter Kaiserschnitt zum Beispiel? Dass, wenn Sie zu uns kommen, können wir das alles klären natürlich. Ja, wie gesagt, bei der Terminüberschreitung, wir betreuen Sie auch dann, wenn Sie doch keine Wehen bekommen bis zum Termin. Wir sind auch dabei und wir beraten Sie über eine Einleitung, eine mögliche Einleitung zum Beispiel und was sollte man, wie lange darf man warten, was soll man inzwischen machen, wann soll man ein CTG geschrieben oder wann sollen wir ein CTG schreiben oder Ultraschall nochmal machen, wir müssen immer an das Fruchtwasser denken und Doppleruntersuchungen, das machen wir alles natürlich bei der Betreuung bei Patienten mit Terminüberschreitung. Und natürlich, wenn wir haben natürlich die Kaiserschnitte und wir können planen, wenn es notwendig ist, also geplante Kaiserschnitte und ungeplante, klar. Genau. Ja, und genau, bevor ich an Regina Heinrich übergeben, wollte ich auch sagen, falls Sie jetzt Fragen haben während der Präsentation, können Sie es natürlich jetzt währenddessen schreiben und wir versuchen da direkt danach zu antworten. Vielen Dank. Ich übergebe Frau Heinrich. Danke. Danke.
So, ich stelle mich noch mal vor. Mein Name ist Regina Heinrich. Ich bin die leitende Hebamme hier im Kreißsaal, falls jetzt noch welche dazugekommen sind. Ich würde gerne noch einmal ergänzen. Wir sind eine Klinik mit Perinatalzentrum Level 3. Wie der Dr. Papanikolaou schon sagte, haben wir eine 24-stündige Kinderarztpräsenz. Das, was wir nicht haben, ist eine Kinderintensivstation. Das heißt, die Kinderärzte rufen wir bei Problemen dazu oder auch gerne, wenn Sie einen Kinderarzt sprechen wollen unter der Geburt, sind die jederzeit für uns ansprechbar. So, ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen was von unserem Hebammenteam erzählen. Der Dr. Papanikolaou sagte schon, wir sind 19 Hebammen. Davon sind immer zwei im Dienst, im Schichtdienst. Wir arbeiten Früh-, Spät- und Nachtdienst. In der Zeit von Montag bis Freitag und so zu den Zeiten, wo auch viel Ambulanz ist, werden wir unterstützt durch zwei Arzthelferinnen. Die sind zuständig für die Administration, das heißt, sie gehen ans Telefon, vergeben Termine, unterstützen uns bei allem, was sie für uns tun können. Und damit haben wir einfach Zeit, um mit ihnen zu sein. Und auch noch ganz interessant oder wichtig, sind wir ein Ausbildungshaus für die Hebammenausbildung und für das Hebammenstudium. So, unsere Räumlichkeiten können Sie hier ganz gut sehen, bestehend aus einem Vorwehenzimmer mit Bad. Vorwehenzimmer heißt so viel wie, Sie kommen mit Beginn der Wehentätigkeit und wir müssen einfach erstmal gucken, in welche Richtung geht es. Haben Sie einen Blasensprung und noch keine Wehen, haben Sie hier die Möglichkeit, in dem Vorwehenzimmer sich mit Ihrer Begleitperson aufzuhalten. In der Mitte sehen Sie eine der Kreißsäle. Wir haben vier Kreißsäle insgesamt, die sind von der Einrichtung her ganz identisch. Sie sehen dort das große Kreißbett in der Mitte. Das kann man in verschiedene Positionen bringen. Das heißt, Sie können in einer aufrechten Position Ihr Kind bekommen. Sie können in einer liegenden Position Ihr Kind bekommen. Sie sehen auch hier, sieht man hier nicht so gut, so einen kleinen gelben Bügel. Den kann man nach vorne machen. Das ist nochmal so ein Haltebügel. Wir haben, wie Sie hier hinten sehen, den Gebärhocker, Ball, Seile, Matten, alles, was wir dazu oder was Sie gerne benutzen würden. In jedem Kreißsaal gibt es ein CTG-Gerät. Das CTG-Gerät ist mit einer Zentralüberwachung verbunden. Das heißt, wir können als Personal, sowohl die Hebammen auch als die Ärzte, aus jedem anderen Raum die Herztöne von Ihrem Kind mit beobachten. Und ganz außen sehen Sie die Gebärbadewanne. Das heißt, wir machen gerne auch Wassergeburten mit Ihnen. So, wenn Sie dann sagen, das gefällt mir hier und Martin-Luther-Krankenhaus könnte ich mir vorstellen, um mein Kind zu bekommen, würden wir uns freuen, wenn Sie sich rechtzeitig, nämlich so circa bis zur 20. Schwangerschaftswoche bei uns anmelden. Hier sehen Sie nochmal die Telefonnummer eingeblendet. Das machen wir die ganze Woche zwischen 12 und 14 Uhr. Dort wird eine Kollegin ans Telefon gehen, wird Ihnen ein paar Fragen stellen. Erwarten Sie Ihr erstes Kind? Wenn nein, ist das erste Baby ganz normal geboren, also spontan, oder hatten Sie einen Kaiserschnitt? Gibt es irgendwelche Erkrankungen in der Schwangerschaft? Und sollten Sie da was mit Ja beantworten, werden wir Sie gleich im Anschluss eintakten in die ärztliche Sprechstunde. Jetzt bin ich zu weit. So, nach dem Gespräch mit der Hebamme gehen Sie ein Stück noch mal weiter zu den Babylotsen. Vielleicht haben Sie ja schon von dem Programm gehört. Die Babylotsen sind da zur Förderung einer guten Familienentwicklung. Es ist für alle. Das heißt, die beraten Sie rund um mit Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und die Zeit, die erste Zeit mit dem Baby. Zum Beispiel, wie und wo erhalte ich Hilfe und Unterstützung im Alltag. Sie helfen Ihnen bei Angeboten, zum Beispiel Geburtsvorbereitung oder auch Rückbildungsgymnastik der Bezirke. Und Sie helfen Ihnen auch gerne und beraten Sie zu Anträgen und Behördengängen. So, was haben wir noch? Wir bieten natürlich auch einiges an Kursen an. Momentan sind wir aufgrund der Situation damit auch etwas eingeschränkt.
Ich würde Sie einfach bitten, es gibt jeden Tag Lockerungen, dass Sie für die Kurse einfach auf die Internetseite gehen und dort die aktuellen Entwicklungen einfach beobachten. Es gibt Geburtsvorbereitungskurse, da unterscheidet man nochmal im Wochenend und einmal unter der Woche über 6 Wochen. Es gibt Akupunktur, Yoga für Schwangere und Rückbildungsgymnastik. Und wenn dann alles wieder gelockerter ist, sicherlich auch wieder das Babyschwimmen, was durch die Abteilung Physikalische Therapie angeboten wird. So, wann sollten Sie zu uns kommen? Ganz wichtige Frage. Und wir wünschen uns natürlich immer dann, wenn Sie unsicher sind. Das heißt, wenn Sie merken, heute ist irgendwas komisch, ich fühle mich komisch, mein Kind bewegt sich anders, ein bisschen weniger und Ihr Gynäkologe ist vielleicht gerade nicht abkömmlich oder hat die Praxis geschlossen, können Sie gerne zu uns kommen. Und dann machen wir eben eine Herzton-Venenkontrolle und noch einen Ultraschall, einfach zu Ihrer Beruhigung. Wenn die Wehen aber losgehen und Sie so regelmäßige Kontraktionen, Wehen spüren, so alle 5 bis 10 Minuten, kann man so ungefähr sagen, über eine gute Stunde bis anderthalb können Sie sich gerne auf den Weg machen. Wenn Sie Fruchtwasserabgang spüren, also wenn die Fruchtblase gesprungen ist und Sie sind sich unsicher, wenn einfach nur so ein bisschen Fruchtwasser kommt oder wenn gar viel kommt, können Sie sich jederzeit auf den Weg machen zu uns. Und bei Blutung, es ist uns ganz wichtig, dass Sie das wissen, bei einer starken Blutung bitte sofort in die Klinik, ganz egal, ob Sie jetzt bei uns oder in einer anderen Klinik angemeldet sind, bitte in die nächstliegende Klinik, um einmal abzuklären, woher kommt diese starke Blutung. So, jetzt habe ich so ein bisschen von unseren Angestellten-Hebammen schon erzählt. Jetzt besteht die Möglichkeit, sich auch von einer Beleghebamme betreuen zu lassen. Davon haben wir 6. Da melden Sie sich noch ein bisschen zeitiger an, schon in der 12. Schwangerschaftswoche. Die müssen ja so ein bisschen planen, wie viele Frauen können Sie im Monat annehmen, wie viele Geburten können Sie im Monat gewährleisten. Und die Beleghebamme wird mit Ihnen auch das Anmeldegespräch machen, das, was wir vorhin hatten, was Sie bei uns in der 34. Woche einen Termin bekommen, wird die Beleghebamme mit Ihnen machen. Die wird auch Sie wahrscheinlich in der Schwangerschaft ein paar Mal treffen, setzen Ihre Wehen dann ein, treffen Sie sich hier mit der Beleghebamme vor Ort. Die wird Sie entbinden und auch auf die Wochenbettstation verlegen und im günstigsten Fall auch die Nachsorge für Sie zu Hause dann machen. So, was haben wir vor und während der Geburt? Wir haben, wie Sie vorhin schon gesehen haben, diese große Gebärbadewanne, die ist ja nicht nur da, um das Baby da drin zu bekommen, sondern dient auch zur Entspannung. Das Vorwehenzimmer, was Sie vorhin gesehen haben, da zwischen 2 Zimmern gibt es auch nochmal eine Badewanne, also Entspannungsbäder. Musik, das heißt, Sie können gerne Ihre eigene Musik mitbringen, wenn Sie was hören wollen, was Sie besonders entspannt oder können Sie alles gerne dabei haben. Wir arbeiten auch unter der Geburt gerne mit homöopathischen Mitteln, auch mit Akupunktur. Wir haben so ein kleines Kontingent an Massageölen für die Entspannungsmassage, aber auch da können Sie gerne Ihr eigenes mitbringen. Wir arbeiten mit der Gabe von leichten Schmerzmitteln in Form von Zäpfchen, Dragees, Tabletten bis hin zur Infusion gegen Schmerzen. Die Periduralanästhesie wird bei uns durch die Anästhesie, also durch die Abteilung der Anästhesie gelegt. Und wenn wir dann wieder Lockerung haben, kommt das Lachgas zum Einsatz. So, wie lange bleiben Sie nach der Geburt bei uns? Also, wenn Sie Ihr Kind geboren haben und Sie ausgiebigst Ihr Kind auf der Brust hatten und ganz engen Hautkontakt, das ist was, wo wir sehr viel Wert drauf legen, dass einfach Sie und Ihr Kind mit Ihrem Partner oder Ihrer Begleitperson einfach Zeit haben, und um anzukommen, gehen Sie 2 Stunden nach der Geburt, wenn denn die erste Untersuchung durch die Hebamme oder Kinderarzt stattgefunden hat, gehen Sie nach 2 Stunden auf die Wochenbettstation. Und Sie können sich aber auch entscheiden, natürlich die Voraussetzung, Sie haben eine Hebamme, die zeitig oder rechtzeitig, frühzeitig nach Ihnen schauen kann, können Sie aber auch schon direkt aus dem Kreißsaal nach Hause gehen. 2 bis 3 Tage bleiben Sie aber gern auf der Station, auf der Wochenbettstation,
Und dort findet dann die U2 statt, dort findet das Hörscreening und der Hüftultraschall statt. Und nach einem Kaiserschnitt ungefähr am 4. bis 5. Tag ist die Entlassung. So, nach der Geburt, Sie haben Ihr Baby bekommen, Sie haben Ihr Kind das erste Mal im Kreißsaal angelegt und Sie gehen auf die Wochenbettstation, treffen Sie dort natürlich die Kinderkrankenschwestern, Krankenschwestern, Ärztin, Hebammen. Und sollte es, Mutter und Kind bleiben natürlich immer zusammen, das ist gar keine Frage, sollte es aber trotzdem zu einer Behandlung von Ihrem Kind kommen, das heißt, dass der Blutzucker noch ein bisschen sich anpassen muss oder die Temperatur vielleicht noch nicht so stabil ist, also sollte irgendeine Behandlung an Ihrem Kind nötig sein, bleiben Sie trotzdem immer mit Ihrem Kind zusammen. Das heißt, die Behandlung, die bei Ihrem Kind gemacht werden muss, findet immer mit Ihnen zusammen bei Ihnen im Zimmer statt. Wir haben Familienzimmer und Einzelzimmer. Momentan stehen uns die Familienzimmer so als solches noch nicht zur Verfügung. Da können Sie aber auch jederzeit Lockerungen erwarten, sodass Ihre Begleitperson oder Ihr Partner Sie dann wieder während der Zeit des Aufenthalts begleiten darf. Genau, das hatte ich schon gesagt. Auf der Wochenbettstation treffen Sie Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern, Stillberaterin, Ärzte, Kinderärzte natürlich. Und die sind jederzeit für Sie da mit Fragen. Wenn Sie Fragen haben, beantworten die Ihnen die Fragen sehr gerne. So, wenn Sie dann wieder zu Hause sind, haben Sie sicherlich in der Schwangerschaft sich schon darum gekümmert, dass Sie eine Nachsorgehebamme haben. Wenn nicht, sollten Sie das zeitig tun. Es ist ja gar nicht so leicht momentan. Und da können Sie entweder die Berliner Hebammenliste nutzen. Dort sind die Hebammen, die Nachsorgehebammen in Bezirken aufgeteilt. Das heißt, wenn Sie in Schöneberg wohnen, gucken Sie einfach, wer ist in Schöneberg für mich zuständig, rufen die jeweilige Kollegin an und fragen Sie nach Kapazitäten. Die kommt in den ersten Wochen nach der Geburt zu Ihnen nach Hause und hilft Ihnen, beantwortet Ihnen alle Fragen, die Sie haben, und die werden auf jeden Fall kommen. Die guckt nach der Rückbildung der Gebärmutter, die guckt auf die Rückbildung vom Nabel bei Ihrem Kind, die badet mit Ihnen das Kind das erste Mal und beantwortet in erster Linie ganz, ganz viele Fragen. So, jetzt haben wir noch einen kleinen Rundgang durch den Kreißsaal. Das ist der Eingangsbereich von unserem Kreißsaal. Und wenn Sie dann zur Geburt kommen, gibt es hier so eine kleine Klingel, da drücken Sie drauf und dann wird die Kollegin am anderen Ende Sie fragen, was kann ich für Sie tun? Und Sie sagen, ja, ich glaube, es geht los, ich habe Wehen. Dann kommen Sie rein, dann wird die Kollegin einfach noch mal ein bisschen nachfragen, kriegen Sie Ihr erstes Kind, seit wann haben Sie Wehen, wann ist eigentlich der errechnete Geburtstermin? Und dann würden wir erstmal eine halbe Stunde eine Herzton-Wehen-Kontrolle machen und danach alles Weitere mit Ihnen besprechen. So, hier sehen Sie einmal den Flur. Wenn Sie durch die Schiebetür gekommen sind, sehen Sie einmal den Flur. Und Sie kommen von hier rein und gehen über den Flur hinten Richtung Kreißsäle. Und hier haben wir eins, was wir vorhin schon angesprochen haben, eins der Vorwehenzimmer. Vorwehenzimmer hatte ich vorhin gesagt, bedeutet, Sie kommen mit Beginn der Wehentätigkeit und wir müssen einfach erstmal gucken, in welche Richtung das geht. Wird es mehr, wird es regelmäßiger oder springt die Blase? Dann bleiben Sie erstmal hier mit Ihrer Begleitperson in dem Vorwehenzimmer und ziehen von dort aus dann direkt in den Kreißsaal. Hier haben wir nochmal den Kreißsaal. Da können Sie nochmal ganz gut sehen, ein bisschen größer. Ups, zu weit. Das Kreißbett, was man in verschiedene Positionen stellen kann. Man kann auch dieses Fußteil wieder nach oben nehmen, sodass man eine liegende Position einnehmen kann. Sie sehen hier hinten nochmal diesen kleinen Bügel, den gelben. Den kann man ganz nach vorne bringen, um sich daran zu halten. Sie sehen das CTG-Gerät hier hinten, den Petsi-Ball, den Gebärhocker mit dem Seil. Und Sie sehen auch, dass der Kreißsaal relativ geräumig ist. Das heißt, wenn Sie mehr sich bewegen wollen und laufen können, können Sie das gerne tun. Und wir haben auch in zwei Kreißsälen die Möglichkeit,
was, wenn wir die Herz-Tun-Venen-Kontrolle machen, sie nicht unbedingt mit dem Gerät verbunden sein müssen, sondern wir einfach den Abnehmer für die Herztöne und für die Venen als zwei Knöpfe an ihrem Bauch anbringen können und damit können sie sich super im Kreißsaal bewegen. So, hier kommt nochmal die Frau Dr. Maas, die Sie heute nicht sehen. Dann haben wir die Wochenbettstation, einmal das Untersuchungszimmer, das heißt hier finden, hier kriegen Sie gezeigt, sofern Sie Ihr erstes Kind bekommen, wie wickel ich mein Kind, wie ziehe ich es um, wie mache ich die Nabelpflege. Hier wird das Kind durchaus auch gewogen, also eine Kontrolle des Gewichts gemacht, Temperaturkontrolle, das findet alles hier in diesem Untersuchungszimmer statt. Dann haben wir ein Familienzimmer, das ist relativ geräumig, davon haben wir einige, so dass Sie und Ihre Begleitperson, sofern die Lockerung dann wieder da ist, dort untergebracht werden. Die Kosten für die Begleitperson so ca. 100 Euro pro Nacht. Nochmal von der anderen Seite das Familienzimmer, und da können Sie auch nochmal ins Bad reinschauen. So, eingangs hatten wir gesagt, dass wir ein Krankenhaus mit Perinatallevel Zentrum 3 sind. Das heißt, wir entbinden ab 34. Abgeschlossene Schwangerschaftswoche. Und unsere Kinderärzte sind für uns ganz in der Nähe. Das heißt, sie befinden sich die ganze Zeit auf der Wochenbettstation. Sie müssen nicht von weit her kommen, müssen keine erste Hilfe bedienen. Und wenn wir sie brauchen, sind sie ganz schnell da. Und ganz viel Wert legen wir auf eine optimale medizinische Versorgung Ihres Kindes ohne räumliche Trennung. Das ist das, was ich vorhin schon kurz angesprochen hatte. Wir machen Vorsorgediagnostik, also nicht wir, sondern die Kinderärzte. Das heißt, wir machen Hörscreening, Hüftultraschall, gegebenenfalls den Ultraschall vom Köpfchen. Und Sie wünschen sich natürlich eine gute Zusammenarbeit mit Ihrer Hebamme, die Sie zu Hause betreut, und auch mit Ihrem weiter behandelnden Kinderarzt. Die sind jederzeit ansprechbar, das heißt, wenn Sie Fragen haben oder unsicher sind, können Sie unsere Kinderärzte jederzeit ansprechen. So, jetzt bin ich am Ende. Hier sehen Sie nochmal unser gesamtes Team. Wenn Sie jetzt noch irgendwelche Fragen haben, können Sie die gerne stellen und wir beantworten die Ihnen gerne. Wenn Sie keine mehr Fragen mehr haben, bedanke ich mich, dass Sie dabei waren. Und wir würden uns freuen, wenn Sie zu unserem nächsten Live-Chat am 28.05. zur gleichen Zeit wieder einschalten. Vielen Dank, alles Gute, bis dahin.